So Freunde, wir spielen heute mal eine Runde Armored Evolution. Ich hatte echt Bock auf diesen Top-Down-Shooter. Der kommt heute raus, beziehungsweise hat heute die Early-State-Phase verlassen. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, was das Spiel so kann. Ich starte hier einfach mal den Singleplayer im Kampagnenmodus. Ich habe es noch nie gezockt, aber habe hier einen Key freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen. Darüber habe ich mich wirklich gefreut. Und das ist ein Spiel, in dem du auch anscheinend Skills einsetzt, was ich ziemlich interessant finde. Wir gucken erstmal, was man hier so machen kann. Wir können auf jeden Fall hier erstmal den Raptor, aka den Jaw Raptor, auswählen. Machen wir hier mal den Miroslav Klose und legen einfach los. So, habe ich gesagt, ich kann das? Nein, aber es gibt Schubdüsen. Das kann ich. Kann ich die irgendwie abbrechen? Linke Maus, das ist auf jeden Fall der Techno-Schuss hier. Der ballert ja mal richtig rein. Und anscheinend musst du so ein bisschen predikten und die dann wegmetzeln. Double kill. Ja, nice, ey. Es ist auf jeden Fall ganz lustig bislang, muss ich sagen. Fury activated. Ich bin ja normal nicht so der Indie-Typ, wie ihr vielleicht wisst, aber... Ich habe mir gedacht, so mit Skills und ein bisschen rumballern, Arcade-lastig, ist doch bestimmt ganz lustig. Aim ist da. Hier, rechte Maustaste ist dieser Skill, diese Patrone hier. Oh, meine HP gehen richtig down. Aber was das hier ist, da bin ich mal gespannt drauf. Wir düsen hier auf jeden Fall so durch dieses Level und metzeln uns da durch. Und anscheinend haben wir es geschafft. Nice. 12 Kills, 201 Schaden gemacht und 202 Schaden genommen. Das war, glaube ich, gar nicht so cool. Jetzt gibt es hier eine Chest. Gucken, was es ist. Sniper mit weniger Schaden. Okay, du kannst anscheinend hier so bessere Sachen finden und Credits für irgendwas. Wahrscheinlich kannst du mit den Credits hier in den Store gehen. Minigun klingt schon mal richtig cool für 5000. Dann fahren wir einfach mal eine Runde weiter. Bin gespannt, ob sich die Level dann irgendwie noch verändern oder erstmal so bleiben. Ich habe übrigens hier den Standardschwierigkeitsgrad, ist mir gerade aufgefallen. Der heißt Soldier. Wow, der Panzer ist ja mal fett hier, der Gegner. So, haben wir ihn? Easy kill. Double kill. Double kill. So, 55 Credits gönnen wir uns. Gibt's hier wieder Fury? Anscheinend nicht. Aber der eine ist fast tot. Das ist doch schon mal nice. Komm her, Mann. Ja, easy kill, würde ich sagen. Hier gibt's irgendwie zwei Buffs. Ja, moin. Ein Aegis. Völlig OP. Was ist denn los hier? Ein OP Aegis brauchte ich aber auch anscheinend. Weil das war ja mal mega krass. So schwer war es nicht. Gucken wir nochmal hier in die Kiste rein. Fury Basic Tech Core. Können wir verkaufen. Wir sammeln Credits. Ich mache erstmal ein bisschen Asche und dann gucke ich, wenn ich gleich nicht mehr weiterkomme, in den Store mal rein. Ja moin. Gönn dir. Das erinnert mich so ein bisschen an GTA 2. Ich weiß nicht, ob ihr euch da danach erinnert. GTA 2 war schon legendär damals. Nur hat bessere Grafik. Also das Spiel hier. Boah, ich bin gleich down, glaube ich. Können wir ihn killen, please? Oh, ja, moin! Er gönnt mir einfach einen Schuss um die Ecke. Da müssen wir mal ein bisschen mehr Fokus und ein bisschen mehr dodgen, glaube ich. Change Loadout erstmal in den Store, würde ich sagen. Was auch immer Hall ist. Aber eine Pyronova, die klingt ja mal richtig genial. Teleport ist auch nice. Ich weiß nicht, ob man das quasi upgraden kann. Change Loadout. Minigun, das ist bislang. Okay. Jetzt haben wir ein stärkeres Projektil. Turbo können wir nicht wechseln. Und Change and Enhance. Da können wir anscheinend dann irgendwie upgraden. Können wir Bullet Size und so kaufen. Oder Cooldown Reduction. Ich gucke jetzt auf jeden Fall nochmal in die Steuerung rein. Leertaste. Wer kennt es nicht? Die Ulti ist 100% auf der Leertaste. Ja, ist klar. Eine Horde von Panzern. Das ist die Leertaste. Okay, die fliegt da einfach nur lang. Musst du also anscheinend auch gut aimen. Komm her, Digi. Roms. Doppelkill. Doppelkill. Bei dem nächsten Titel von denen spreche ich die Ansagen ein, würde ich sagen. Komm, gehen wir mal in die Mitte. Tötet euch selber, Leute. Oh nein! Nochmal ein Aegis. Oh ja, gib dir. Hau mal eine Leertaste raus. Mal gucken, was es macht. Okay, macht schon gut Schaden und geht durch die Gegner durch, alles klar. Jetzt müssen wir hier diesen Bunker mal langsam beseitigen. Wobei, ich bin mir gar nicht sicher. Doch, der Bunker, der spammt alles voll. Ist platt, glaube ich, zumindest. Ja, nice. Easy. Und anscheinend haben all die Schüsse auf die Gegner. Welle 5. Fertig. So, dann lass uns mal hier looten und leveln. Das muss für mich immer drin sein im Spiel. Plus 22% mehr Schaden. Keine Ahnung, aber irgendwie möchte ich den jetzt hier verbessern. Oder wir upgraden hier die Minigun, die fand ich eigentlich cooler. Wir könnten mal die Minigun ein bisschen upgraden für mehr Damage.
und ein bisschen schneller machen und ein bisschen größer machen. Ja, das war schon ziemlich teuer. Und den Sniper-Schuss, den feiere ich übel. Den müssen wir auf jeden Fall verbessern. Reload-Speed ist, glaube ich, nicht schlecht. Nehmen wir von allem eins mit. Dann machen wir den Miroslav und legen wieder los. Wir sind jetzt auf jeden Fall gerade an so einem Punkt, wo du Missionen auch wiederholen musst, um weiterzukommen. Und dich immer weiter hochgrindest, durch die Level dein Equipment verbesserst. Das ist eigentlich ein Spielprinzip, was ich immer sehr feiere, muss ich sagen. Macht auf jeden Fall Bock. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal ein Feedback in den Kommentaren lassen, ob ihr sowas nochmal öfter sehen wollt. Irgendwelche Indie-Titel, die vielleicht nicht so in die AAA-Sparte fallen. Einfach mal was anderes, meiner Meinung nach, und ein bisschen abwechslungsreicher. Double kill. Hui, das war ein nicer Kill. Das Spiel könnt ihr euch ganz normal auf Steam kaufen, kostet glaube ich 10 Euro oder so nur. Von daher kann man da ruhig mal reinschauen, wenn man Bock auf solche Indie-Titel hat. Mir hat es jetzt auf jeden Fall Freude bereitet, das eine Runde zu zocken. Später geht es dann weiter mit anderen Games. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Fragnarz.